Retro-Krimi-Zeit bei Hör mal zu. Nanu, was ist denn los? Bitte nicht schießen. Auf wen? Auf mich. Auf Sie. Ach so. Also rufen Sie doch schon die Polizei. Na, schießen Sie mich doch. Na, schieß doch los, Mensch! Ich selbst bring's ja doch nicht fertig. Ach so. Ach so. Nee, lieber Herr. Damit will ich nichts zu tun haben. Aber hören Sie doch mal. Aber lassen Sie mich doch in Ruhe. Ich dachte, Sie wollten Geld verdienen. Geld verdienen schon. Aber so nicht. 3.000 Mark. 5.000. 7.000. 8.000 Sie. Für 10.000 mache ich's. In Ordnung, ja? Nee. Das ist doch Mord. Ist kein Mord, wenn ich Sie darum bitte. Ja, wenn man das anders drehen könnte. Ein Augenblick mal. An? Ja, bitte Norden 0648. Wen rufen Sie denn da an? Meine Organisation. Hallo? Bitte die Rechtsschutzabteilung. Ja? Hallo, Herr Doktor? Ja, hier ist Mitglied Nummer 474. Ja, Herr Doktor, es handelt sich um Folgendes. Hier ist einer, der will, dass ich ihn erschießen soll. Ja, Selbstmörder. Hat keinen Mut. Ja, was ist denn da zu machen? So, einen Augenblick, Herr Doktor, ich notiere. Ja, bitte, wie sagten Sie? Tötung auf ernstliches und ausdrückliches Verlangen. Was kostet das? 3 Jahre? So? Alles schriftlich abmachen, selbstverständlich. Dankeschön. Hören Sie mal, die Sache ist zu machen. Ja. Aber 10.000 Mark für 3 Jahre, das ist kein Geschäft. Sagen wir 5.000 pro Jahr. Nicht? Das macht 15.000 und die Sache ist in Ordnung. Einverstanden? Einverstanden. Ja? Also, da wollen wir die Sache gleich mal schriftlich fixieren. Nicht wahr? Bitte? Danke. So, bitte. Schreiben Sie. Am besten vielleicht mit 2 Durchschlägen. Ja. Schön. Ja. So. Also schreiben Sie. Moment, bitte. Ich, Endesunterfertigter, wie war doch der werte Name? Hans Herford. Ich heiße Otto Kutlapp. Sehr angenehm. Also schreiben Sie, die Versicherungsgesellschaft zahlt dem Überbringer. Dieses. Von der. Nach meinem Ableben. Fälligen Summe. In Summe. Den Betrag von 15.000 Mark. 15.000 Mark. In Worten. Reichsmark. 15.000. Damit ich Sie auch wirklich treffe. Na, meinetwegen, spielen Sie was dabei. Wie Sie wünschen. Das ist ja lächerlich. Wo haben Sie denn hingeschossen? Ich hab doch gar nicht geschossen. Und auf Bestellung kann ich das überhaupt nicht. Na sowas. Ich verstehe das nicht. Hören Sie mal, Herr Herford. Schulden sind doch eigentlich kein Grund zum Sterben. Kutlapp, ich muss Sie jetzt mal allen Ernstes bitten. Vertrag ist Vertrag. Seien Sie nett, Herr Herford. Lassen Sie mir doch 24 Stunden Zeit. Ausgeschlossen. Also dann wenigstens 12 Stunden. Also bis morgen Mittag. Gut, aber Kutlapp, nicht wahr? Ich kann mich diesmal auf Sie verlassen. Ehrenwort. Also, Ehrenwort. Ja, und was ist? Soll ich dann hier auf Sie warten? Nee, warum? Gehen Sie doch ruhig aus. Machen Sie sich noch eine vergnügte Nacht. Irgendwann und irgendwo werde ich Sie schon treffen. Das ist doch für beide Teile das Angenehmste. Thank you.
Verzeihung. Kennen Sie einen gewissen Herrn Herford? Ja, der ist drin. Soll ich ihn rausholen? Nein, nein, danke, nicht nötig. Ich möchte ihn nicht stören. Ich möchte Sie nur bitten, ihm das da in seine Manteltasche zu stecken. Eine Weckeruhr? Ja, Herr Herford schläft nämlich heute Nacht außer dem Hause. Und er muss morgen früh sehr zeitlich aufstehen. Er hat nämlich eine Reise vor. Eine sehr weite Reise. Nun gehen Sie schon her und... Ja, und bitte noch eins. Bevor Herr Herford weggeht, ziehen Sie bitte die Uhr auf. Seien Sie aber bitte sehr vorsichtig. Schon gut, schon gut. Dass Sie sie um Gottes Willen nicht auf die Erde fallen lassen. Na nun, gehen Sie doch mal nicht so reichlich an. Was kann mit so einem Ding schon passieren? Und denken Sie mal an, dieser unverschämte Kerl hat es gewagt, mir Geld anzubieten. Was sagen Sie dazu? Ja, da muss ich doch gleich mal hin und ihm ein paar runterhauen. Um Gottes Willen, keinen Skandal. Wenn ich nur meine Sachen hätte. Augenblick mal. Bitte meinen Mantel. Diese Eile, das ist ja schrecklich. Siehst denn? So, bitteschön, hier ist er. Hier ist der Mantel. Ja, danke. Nicht? Ja. Na, kommen Sie mal wieder gesund zurück. Das ist ja entsetzlich. Was denn? Na, haben Sie denn nichts gehört? Ein Pneumatik ist geplatzt. Ja, nein, nein. Es war mein Mörder. Wenn das ein Witz sein soll, ist aber sehr schlecht. Na, ich bitte Sie, die Pointe kommt doch erst. Passen Sie mal auf, ich kann Ihnen das ganz genau sagen. In genau 9 Stunden und 43 Minuten werde ich tot sein. Ja. Ja, ja. Was ist denn das da für ein Zeichen auf Ihrem Rock? Ach so, das ist ein Kreuz. Damit mein Mörder besser zielen kann. Aber das ist ja Wahnsinn, was Sie da treiben. Wollen Sie denn durchaus umgebracht werden? Jawohl. Und sogar auf eigenes Verlangen. Warum haben Sie denn das Licht ausgedreht? Im Dunkeln sind Sie sicher. Ach, ist doch lächerlich. Aber seien Sie doch nicht so kindisch. Von allen Seiten kann man hier reinschießen. Ach, ist doch lächerlich. Aber warum machen Sie das denn jetzt? Lassen Sie doch das Ding da oben. Für Sie ist das Beste, Sie setzen sich dorthin. Nanu, wer kann das jetzt sein um 3 Uhr, mitten in der Nacht? Ihr Mörder! Naja, sehen Sie, da ist er schon. Können Sie auch wirklich beruhigt nach Hause gehen. Entsetzlich! Entsetzlich? Wieso denn? Doch sehr nett von dem Mann, dass er vorher klingelt. Kommen Sie da. Bitte! Aber überpassen Sie mich. Was? Um Gottes Willen, gehen Sie doch von der Tür weg! Aber nein, ich will doch. Ein Mann! Mit einem Gewehr! Was? Wer wirft hier mit Gewehren? Wahrscheinlich mein Mörder. Also reden Sie keinen Quatsch. Nee. Herr Wachtmeister, ich muss Sie darauf aufmerksam machen. Bitte, Fräulein, erzählen Sie mir keine Opern, nicht? Es handelt sich um ein... Jawohl, es handelt sich um eine grobe Fahrlässigkeit. Sie werden sich morgen zwischen 12 und 1 auf dem Revier melden. Verstanden? Zwischen 12 und 1, jawohl. Herr Wachtmeister, ging es nicht früher? Vor 12? Ja, sagen Sie mal. Nein, es ging nicht früher. Vor 12. Mahlzeit. Warum geben Sie sich denn solche Mühe mit mir? Einen Menschen, der sterben will, den lässt man allein. Kann ich Ihnen denn nicht helfen? Nein. Du lebst? Lieber Hans, von dir sind wir vieles gewöhnt. Aber so etwas? Wir stürzen uns in Unkosten und was tust du? Du lebst! Gottes Willen, nicht so laut. Besuch auch noch, ja? Zu zweit gestorben, was? Ja, weißt du, Hans? Dann nimm es nicht übel, aber... Kinder, nehmt mir es doch vor allen Dingen nicht übel. Ihr wisst ja gar nicht, was mir kurz vor meinem Tode noch passiert ist. Ausgerechnet diese Nacht habe ich mich zum ersten Male richtig verliebt. Jetzt, wo es zu spät ist. Zu spät? Mein Herr? Warum zu spät? Bleistift. Wie war das? Hans Herford? Budapester Straße 167. Stock. 5. Stock.
denn stehen? Halt, warte mal, Kinder. Der hat telefoniert gestern. Ja, doch, da muss er irgendwo... Muss denn? Warte mal hier. Da ist ich auch. Norden... Ja, 0648, stimmt. Mit der Nummer hat er gesprochen. Hat er gesprochen? Hm. Bitte Auskunft Norden. Bitte, ich möchte die Adresse von Norden 0648. Ja. Sie sind ein wahrer Held. Immer gewesen. Tja, aber wo ist der Vertrag? Wo ist der Vertrag? Wo ist der Vertrag? Der Vertrag? Der Vertrag! Na, wo ist denn der Vertrag? Was? Hallo, der Mann, ach, ist wo denn? Da? Ach, das ist er ja auch. Nein, nein, nein. Wo ist er denn? Mann, wo ist der Schreckliche? Mein Gott, wo ist er denn? Schrecklich, muss doch Vertrag sein. Das ist aber nicht. Na Mensch, wo ist denn der Vertrag? Hm? Wo ist der Vertrag? Verkauft. Um Gottes Willen, an wen? Wer will mich ermorden? Was wollten Sie denn wissen? Wer ist mein Mörder? Unser Bester. Unser Stolz. Jim. Der Mann mit der Narbe. Jim, der Mann mit der Narbe. Hilfe! 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 Raus! Raus! Na, pass doch auf. Sieh mal an. Na, haben Sie Ihre Strafe bezahlt? Bitte? Na, Sie sind doch der, dem heute Nacht das Gewehr auf die Straße gefallen ist, nicht wahr? Gefallen? Geworfen habe ich's. Ja? Mit Absicht und mit Vorbedacht habe ich's runtergeworfen. No. Nicht übertreiben, ne? Na, hier gar nicht übertrieben. Bedauere sehr heute noch, dass Ihnen nicht auf den Kopf gefallen ist. Ja. Was? Körperliche Betrug als Garten! Jawohl! Sie sind verhaftet! Jawohl! Jim, der Mann mit der Narbe, verdient an diesem Objekt bestenfalls 15.000 Mark. Bietet man ihm 5.000 Mark mehr, dann wird er bestimmt von diesem Geschäft zurücktreten. Wer hat heute 20.000 Mark? Wem ist schon dieser Herr Herford 20.000 Mark wert. Meine Herren, ich weiß wem. Ja. Der Versicherungsgesellschaft. Das Mädel ist goldrichtig. Danke sehr. Okay. Und da, haben Sie was gesagt? Schon lange hier? Ich? Nein. Ich bin erst seit heute Morgen hier. Ich hab da, weißt du, so eine kleine Auseinandersetzung mit dem Schutzmann gehabt. Ruhiges Plätzchen hier. Massiv gebaut. Und das ist ein Gitter. Hm? Noch ein Wort, du Junge! Ich zerbrech dir sämtliche Knochen im Leib! Sie haben mir gestern Geld angeboten. Na, das war doch nicht so schlimm gemeint. Jetzt will ich Geld von Ihnen. Aha. Gar nicht aha. Für einen Menschen, dessen Leben in Gefahr ist. Für einen Menschen, den Sie lieben. Das ist doch jetzt ganz egal. Für einen Menschen, der bei Ihrer Gesellschaft hochversichert ist. Versichert? Ja, liebes Fräulein, das ist ja was ganz anderes. So. In der Viertelstunde, wenn die Wache abgelöst wird, dann brech mal raus. Na, ist so gütig, aber bis nach 12 muss ich hier bleiben. Ach, wie komisch. Und ich muss noch bis vor 12 Uhr draußen einen erledigt haben.
Was bitte? Bis wann bitte? Bis 12 Uhr. Wer sind Sie denn? Ich? Ich bin Sim. Aber Fräulein Kitty, nun seien Sie doch nicht so aufgeregt. Sie sehen ja, ich bin's ja auch nicht. Schließlich ist es doch mein Geld. Na, dann lassen Sie doch mal das heulen. Aber Fräulein Kitty, das hat doch gar keinen Zweck. Verdammt nochmal. Was ist? Was ist? Soll ich helfen? Was? Soll ich helfen? Ja, ein bisschen, ja? Ja, Moment. Ah, ach, Gott sei Dank. Das ist nochmal glänzend. Gut, so. Also, du kommst mit, damit du mich nicht verpfeifst. Nein. So, jetzt bleibst du hier schön stehen und ich gehe runter und mach den fertig. Ob er wohl zu Hause ist? Du, das ist ja direkt interessant. Hä? Was? Der knutscht sich noch so richtig kurz vom Turm mal aus. Wer knutscht? Und mit wem? Aber Kind, nun beruhigen Sie sich doch. Ich habe ja das Geld bei mir. Dieser Jim wird sich schon melden bis 12 Uhr. Jim? Ich bin Hans Herford. Du bist wohl dusselig. Bier. Also nee, das kenne ich. Einen falschen Pass habe ich auch, du. Jim, wirklich. Ich bin Hans Herford. Also Ihrem Hans kann gar nichts passieren. Also Hänschen. Es tut mir furchtbar leid, wirklich. Also heulen könnte ich von ganzem Herzen. Aber lieber Junge, Vertrag ist Vertrag. Und Weib ist Weib. Also bis 10. Und dann schieße ich los. Also Ihrem Hans kann gar nichts passieren. Das fühle ich direkt. Was hast du denn? Jim, sind noch gerade 5 Minuten bis 12. Ich muss mir den Kerl da unten inzwischen noch rasch kaufen. Jawohl, das kann ich verstehen. Da. Nein, danke, das brauche ich nicht. Ach so, Sie sind das. Ja. Herr Jim, ich mache Ihnen ein Angebot. Nein! Ich darf nicht davon kommen. Oh, diese Weiber, alles Lüge, nicht... Ja, ist es denn wahr? Ja, ist es denn die Möglichkeit? Mein Süßes, mein Goldiges. Mein Hänschen. Meine Musche. Na, lass doch den Quatsch sein. Ja, meine Süße. Ja, hab doch gesagt, lass den Quatsch. Ja, meine Musche, ja. Lass mich in Ruhe. Musche, mein Engel. Ja, Donnerwetter normal, lass mich in Ruhe. Thank you.
Thank you.